Stand by. So, weiter geht's mit einem gemütlichen Anno-Spielchen. Schauen wir mal, was so die Bonusmissionen sind. Habe auch ein bisschen Feuerstoff gespielt. Ist jetzt nicht so besonders. Aber ist ganz nett zum Angucken. Hallo there. Stand by. Der Gesundheitsschutz. Bonusmission. Schauen wir mal, wie lange die dauern. Also hier nochmal ein kleiner Einblick in Vorherrschaftsmodus. Oh, was war das gerade? Da sieht man wunderschön, der andere Mitspieler hier hat zum Beispiel diese Mission hier weitergespielt, der Goofy. Ich habe hier die anderen freigeschalten. Man kann ja in jede Mission reinhüpfen und einfach zugucken. Sektor wartet auf Besiedelung. Lade Sektordaten. Unabhängig davon, wer es gespielt hat, also wenn einer aus deinem Team die Map gespielt hat, kannst du weiterspielen. Ermittle Zielvorgabe, um die Vorherrschaft über diesen Sektor zu erringen. Oder der hat bei mir weiter gespielt zum Beispiel. In dem Fall nicht. Alles wie vorher. Ziel ermittelt. SAAT Genies ansiedeln. Genau, hier geht es zum Beispiel darum, nochmal 200 mehr zu finden. Das kann dann jeder tun, wie er lustig ist. Und dann kann man hier auf die Weltkarte zurück. Sektor wartet auf Besiedelung. Jetzt können wir uns hier zum Beispiel anschauen, was der andere gebaut hat. Das wird man recht schnell sehen. Ah, der spielt's gerade, okay. Anscheinend. Also man kann tatsächlich kooperativ auf dieser Map spielen, also anscheinend zu zweit. Sektor wartet auf Besiedelung. Sektor wartet auf genau, Besiedelung. Ökobilanz-Map, die habe ich gespielt. Sektor wartet auf Besiedelung. Handelsbilanz, die müsste er gespielt haben. Genau. Schauen wir mal in die Map rein. Lade Sektordaten. Ermittle Zielvorgabe, um die Vorherrschaft über diesen Sektor zu erringen. Ja, das sieht eher nach einem anderen Spieler aus als nach mir. Speziell hier mit den Fischen. Ziel ermittelt. Einkommensbilanz verbessern. Also, da könnt ihr noch einiges ausbauen. Aber genau, so sieht das aus, wenn mal ein anderer baut. Nicht nur ich. Wer macht das mit den Feldern besser als ich? genau. Wie gesagt, hier kann man Mutter weiterspielen. Ach, der hat aber ein fettes Lager. Interessant, ich glaube, das nimmt der von Mission zu Mission mit. Genau. Willkommen zurück.
Und hier hat man übrigens auch das die bleibende Spielzeit. Und auch ein Spielzeitlimit pro Tag. Beispielsweise, die hier dürfen nur 3 Stunden pro Tag spielen, während wir hier in der Mission, wo wir gerade waren, einen ganzen Tag lang spielen können. Team Blau hat einen Punkt erzielt. Hey. Und hier kann man dann wunderschön sehen, wenn man hier zum Beispiel diesen Weg hier lang geht, kann man den Gegner davon abschneiden, dass er hier oben die ganze Mission macht. Was einem natürlich einen erheblichen Vorteil bringt. Sieht ja schön in Rot aufblinken. Ah, ich bin tatsächlich Team Rot. Also die Mission hier werde ich zum Beispiel dann verlieren. Aber, ja. So viel zum Ausflug in den Vorherrschaftsmodus. Finde ich tatsächlich ein nettes Spiel. Bräuchte natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, aktivere Community und so, dann wäre es lustiger. Speziell, wenn man miteinander spielt oder sich kennt. Dann wird es auch interessant, weil die jeweilige Seite spielt quasi immer auf der gleichen Map. Und muss dann halt schauen, dass, wie sagt man, mehr Punkte erreicht. Man spielt nicht gegeneinander auf der Map, sondern parallel auf einem besseren Schwierigkeitsstand. Geisterjäger. Der geniale Erfinder Joss Stein war gerade dabei, den ersten Prototypen eines funktionierenden Eden-Forms zu Jana Rodriguez zu liefern. Ah, ich sehe. Als er plötzlich von Unbekannten attackiert wurde. Wie durch ein Wunder überlebt er den Angriff. Der Former jedoch ist zerstört und sein Entwickler leidet unter Amnesie. Schon was vom Backup gehört? Helfen Sie, den Josh seine Erinnerung zurückzuerlangen und machen Sie den Angreifer ausfindig. Aha. Warum darf ich hier keine Add-ons benutzen? Das ist unfair. Drascht. Feuer! Feuer! Feuer frei. Ich versinke hier im Papierkram. Dabei braucht ein Freund der Eden Initiative Unterstützung. Prioritäten. Ein Forscher wird beschossen. Sie macht Papierkram. Ja, wo ist er denn? Du bist neu, also werde ich es dir erklären. Dieser Sektor ist Barracuda-Territorium. Wenn du hier bleiben willst, wirst du dir deinen Platz erkämpfen müssen. Piratskis. Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. Ah. Gut. Da könnten wir, glaube ich, sogar direkt hier mit. Oh, Scheibenkleister, ist alles blöd. Irgendwas durchbauen. Also. Die Insel gefällt mir gar nicht als Startinsel. Nee. Naja. Wir machen es wieder quer. So. So. Okay. Bisschen übertrieben. Schon zurück? Nö. Und alles erledigt? Nö. Mit Leuten wie dir kann man echt was anfangen. Josh, die Erinnerung vor, die Technologie zurückzugewinnen. Machen Sie den Attentat auswendig. Es ist Zeit zu handeln. Die Organisation zählt auf deine Hilfe. Schirm, was soll ich tun? Deiner Meinung nach so? Registriere Energieknappheit.
Was soll ich denn tun, deiner Meinung nach, liebe Dame? Also ich habe sie immer maximal mit Hütten übertrieben. Bergen Sie 5 Kisten. Aha. Da machen wir das doch. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Dann brauche ich nur noch die hier. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Das ist blöd. Warum kann ich hier nicht bauen? Oh Mann. Sieht alles scheiße aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer da kommt. Ist ein echter Gewinn für die Edenenische. Der Weihnachtsmann. Wen macht uns dir? Ippiausen. Eigentlich sind wir ja Tycoons, gell? Wir haben erstmal ein bisschen Steuern. Und lassen wir mal alles laufen. Sag nichts. Du hast's geschafft, oder? Errichten Sie folgendes Gebäude, eine Hafenbehörde. Die könnte die Frachtteile vielleicht untersuchen. Ja, nee, ist klar. Eins, zwei, drei. Schade. Können wir natürlich so rumbauen. Ein bisschen schön bauen. So. Direkt spannende Sachen verkaufen, das hören alle nicht. Weil hier werden wir wahrscheinlich, falls ich hier einen hinstelle, ja, sollen wir vielleicht hier drüben mal anfangen. Gesündere Umfeld. Fuck. Gebäudeauswahl vergrößert. Baram. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren.
Geh halt zu Fuß übers Gras. Wo ist das Problem? Ach ja, die Leute immer. Die Leute immer. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. So, das soll erstmal eine Weile laufen. Better safe than sorry. Der Vorstand ist sehr an Ihrem Vorankommen interessiert. Selbstheilungsdrohne ist vielleicht gar nicht so dumm. Werden wir sehen. Auf jeden Fall hier brauchen. Sie werden finden, was Sie brauchen. Ein mustergültiger Handel. Dort werde ich brauchen. Also für alle, die sich wundern, ich brauche einen Hafen für... Also für einen Hafen brauche ich Entwicklung hier. Dafür brauche ich Aktivität und... Ja, da. Meine Kumpels und ich, wir sind Ihnen wirklich dankbar für alles. Tu mir den Gefallen und hilf einem unserer Freunde. Hast auch was gut bei mir. Sicher, sicher. Geben Sie sich mit einem U-Boot zu Jana Sache. Ja, gut. Also bau keinen Mist. Ich hab keins. So, dann können wir jetzt hier das hier machen. Ja, ist jetzt alles so mittelgeil. Ich glaube, da wird man einen Haufen Bündel hinpflanzen. Hey, auf dich kann man zählen. So. Gewalt ist leider die einzige Sprache, die diese Typen verstehen. Und war das klar, dass mir die Ökos wieder vorschlagen, dass ich irgendwie zerstören muss? Ach, guck mal da, ein Schlachtschiff soll ich zerstören. Ja, logisch. Immer diese gewalttätigen Öko-Fritzen. Ich die ganzen Werkzeuge hingebaut. Oh! Fährt tatsächlich hier in der Nähe rum. Ich spreche gleich mit dem Werftleiter im Hauptquartier. Kriegst die neuesten Modelle. Ich fürchte, sie müssen noch einmal umdisponieren.
Die Firma. Sie benötigen etwas? Gut, ich brauche schon mal keine. Ich habe schon mal keine Zeitvorgabe. Also, was kriegen wir hier? Ich kriege einen Trimaran, wenn ich das für sie mache. Und ich kriege 3 Viper, wenn ich es für ihn mache. Brauche aber einen Trimaran. Die nächste Quest. Ich würde es viel lieber ihm geben, weil die nämlich 3 Kriegsschiffe hier. Dann könnte man wenigstens ein bisschen Bum-Bum machen. Irgendwas zu senken. Lass mich raten. Fuck. Ach ja. Naja, der Vorteil ist, wir können immer wieder Hit and Run machen. Das heißt, wir fahren hin, ballern ein bisschen, fahren weg, ballern ein bisschen. Schön, dich zu sehen. Das kann durchaus sinnig sein. Gespeichert. Kann du hast nicht sein. Ich habe sogar schon Reparaturwerkzeug. Okay. Macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Wir benötigen Geld. Spiel gespeichert. Ich glaube, die haben mich mit einem Wolle schon so zusammen. Oh, nein, mal. Okay. Ja, Hit and Run kann man eine Weile machen. Zu mir. Entweder werde ich befördert oder gefeuert. Tja.
Das Problem ist, wenn ich ein bisschen Schaden habe, dann fahre ich ja langsamer ab der Hälfte. Dann komme ich da nicht mehr so gut weg. Heieiei. So, was brauchen wir denn jetzt hier? Wir brauchen 25 Bauzellen und 25 Tonnen Eisen. Ja gut, okay, das kriegen wir hin. Dort kriege ich mal hin. Achtung, Produktionsstillstand. Ist natürlich noch lustiger, wenn er einfach vorbeifährt, der Depp. Ach ja. Anno ist halt nicht zum Krieg machen gewacht. Gedacht. Weil das Haupt hier auch eher blöd ist. Naja. Lassen wir es mal laufen. So, jetzt haben wir hier ein paar Schwung Hamburger Freunde. Wie viel brauchen wir hier? Wir brauchen einige. Baumaterial. Gebäudeauswahl vergrößert. Ach ja. Bei einer Munitionsfabrik. Könnt ihr auch Munition einkaufen. Aber Green macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Du bist halt kein Eco-Schiff, gell? Ich bin eh nicht Eco. Ich zähle auf dich. Also bau Schiesel keine drauf. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist.
Hätte ich ein Schild? Man muss auf alle Eventualitäten verstanden. Ein bisschen länger rumballern. Gut. So, was ist jetzt unser Hauptproblem? Das eine ist natürlich Geld. Daran arbeiten wir gerade. Das andere ist Bevölkerungswachstum. Du bist mir vergolten, oder? Okay, jetzt haben wir schon mal genug für eine Werft. Das heißt, wir können hier uns mal überlegen, dass wir ein paar Fische bauen. Ich hätte viel über die Vipers. Aber es hilft nichts. Wir brauchen eine Trimaran. Wobei wir mit Trimaran ja auch eine nette Sache machen können. Die ich jedes Mal vergesse. Grinst du so, weil du den Auftrag geschafft hast? Nicht übel. Wenn du bereit bist, kannst du sofort losgehen. Fuck! Fährt der Depp wieder mitten rein, blöder Hund. Ich wollte noch rausfahren aus der EMP-Range. Könnte jetzt so schön vor mich hinballern. Jetzt muss ich warten, bis die EMP aufhört. Wie macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht? Das verlieren wir Schiffchen. MP-Dauer 1 Minute. Boah, 1 Minute kann man für ganz schön rumballern. Und weg. Schon zurück? Und alles erledigt? Green macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Soll er doch. Bist geschäftlich hier, hm? Hey, auf dich kann man zählen. Ich bin schnell. Gut. So, was haben wir hier noch am Laufen? Wir hatten es überlegt, genau.
Geld, um dann im Handel Munition einzukaufen und Fisch zu verkaufen. Beziehungsweise können wir den jetzt ausbauen. Können wir Blöcke auch verkaufen. Gut. Haben wir hier, haben wir Hamburger. Hier ist eine Scheißinsel. Das war auch nochmal eine Hamburger Insel bei mir, gell? Trüffel. Was brauche ich dann noch? Öl, gell? Hier gibt es eh kein Öl. Hier gibt es Öl. Wobei ich tauchen kann. Hier gibt es 3 Öls. Gut, das hier wird definitiv eine Produktionsinsel. Hier gibt es 2 Öls. Also wenn ich hier 3 Öls aufmache. Dann wäre das, glaube ich, eine schlaue Idee. Gibt es hier Öl? Nö. Also wird das eine Hamburger Fabrik. Arscht. Ach, wie ich das immer hasse. Gut. Spiel gespeichert. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Hey, ich habe wieder genug für die EMP. So, dann lassen wir es mal laufen. Da bauen wir mal die Schiffswerft. Pflanzen wir die hin. Munition haben wir noch keine.
ziehen wir erstmal eine Weile. Oh, guck mal, der fährt schon allein rum. Was ist denn da passiert? Jetzt da ist 400. Oh shit, oh shit. Das überlebt er nicht. Oh, leck. 5 HP. Ah. Aber immerhin, ein Schiff haben wir schon mal versenkt. Eins durfte schon dran glauben. Ich will nichts verschreien, aber im Moment läuft's ganz gut. Heiligsblech, braucht der Würfel. Warnung. Produktion gestoppt. Ein Munitionsbauer. Der Hector hält sich militärisch für weit überlegen, sagt er. Okay. Dann geht's mal her. Du, so. Bringt mir ja gar nichts. Shit. Bringt mir ja gar nichts. Hat, dass der nicht zwei Slots hat. Der Speed wäre hier schon praktisch. Aber naja. Gut. So. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Mist. Naja. Ich habe Munition bekommen. Aber nicht genug. Ach ne, ich brauche Bauteile. So, ein Schiff ist schon mal im Nahtod. Jetzt haben wir dann zwei. Dann läuft alles gut. Fein, 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 fein. So, was fehlt euch? Getränke gehen zur Neige. Die Getränke!
Rede. Der Zweck heiligt die Mittel. Also er sagt was anderes, als er meinte, Herr. Energieversorgung mangelhaft. Oh, irgendwie schon wieder klar. Oh, irgendwie schon wieder klar. Mehr Kohle bitte, danke. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. So. Kommt mal her, meine Freunde. Aber das ist soweit ganz gut im Griff gleich. Würde ich so sagen. Auch ganz schön. So, sind wir happy. Schießt du wieder auf den Unschild. Und versenkt die Scheiße. Sag nichts. Du hast's geschafft, oder? Jo. Endlich hat mal jemand den Mut, die Krallen zu zeigen. Mhm. Hast die Eden Initiative also nicht vergessen. Was habe ich jetzt dafür bekommen? Man weiß es nicht.
Hier gibt es wahrscheinlich gewaltige Ölreserven, ne? Darf ich überhaupt schon Öl unter Wasser abbauen? Nicht, gell? Kann ich ja noch gar nicht. Ich muss das ja noch oberirdisch gewinnen. Das heißt, ich habe... Also, wir sehen eine verseuchte Insel hier. Ja, dann ist es eh schon ausgewählt. Dann ist es ja eh schon ausgewählt. Ich gehe mal davon aus, dass ich eher noch ein Schiff brauche als weniger. Passt es schon mal. Auf 4000 Tonnen Öl, da kann man schon mal eine Weile mit arbeiten. Energieversorgung mangelhaft. Fährst noch hoch, oder? Ja. Energieversorgung mangelhaft. Brauchst du Kohle? Nicht. Spiel gespeichert. Werkzeug. Und Quarz, was machst du? Was wird das? Piraten-Sightseeing? Was gibt es? Alles klar bei dir? Interessant, ich kann mir von denen gar keine Aufträge holen. Brauchst du die Hilfe der Eden Initiative? Ja, dann. Das ist ja freundlich. Streamen wir den von vorhin, am Freitag. Den gibt es immer, wenn Events sind. Apocalypse Rising hat in der Regel eins im Jahr. Ja, Reborn eigentlich auch. Je nachdem, wie es läuft. Diesmal haben sie mehr oder weniger vergessen, dass ich anwesend bin. Die anderen Male waren es dann ein bisschen freundlicher. Oh ja. Braucht man sowas wie einen 29-jährigen Geburtstag von der Spieleserie. Dann gibt's das öfter. Ja, die haben immer nur andere Leute erwähnt und ich mich, während ich online war.
arbeitest du haargenau gegen das, was Eden Initiative erreichen will. Die wieder. Naja. Aber alles halb so wild. Passiert. Passiert, da bin ich tief entspannt. Auch wenn ich sie gerne angreife. Ja. War so klar. Jein. Ich mache immer fleißig dafür Werbung. Und mache Spieletests halt. Ich bin so ziemlich der einzige Spieletester, den sie haben, der es mit 4K-Grafik testen kann. Dahingehend haben sie da schon ein paar Fixes eingebaut. Weil das erste Mal sah das noch sehr mini aus. Ja, ja, ja. So, wie schaut es jetzt hier aus? Ah, er hat 8 in der Ladung und ich habe 8 hier, das heißt, ich brauche hier oben mehr Zeug. Ich brauche mal wieder mehr Zeug. Hier Sand. Schade. Auch gar nicht schaden. Ist eine Mod, ja. Ist ein Freizeitprojekt. Und falls du aufgepasst hast, die bauen da schon seit 20 Jahren dann rum. Eine ganz schöne Weile. Energieversorgung mangelhaft. Jo. So ein Spiel baut man nicht mal ganz schnell so von 0 auf 15. Ist einiges an Arbeit drin. Nein, an Basalt, die man hier braucht. Registriere demografische Veränderungen. So, Stufe 3 haben wir erreicht. Was ich die brauche, keine Ahnung. Achso, ja genau, ich wollte ein Krankenhaus bauen. Ha. Darum. Nicht übel. Dachte fast, du schaffst es nicht. Ein Krankenhaus bauen, klar.
Du überraschst mich immer wieder. Du wirst mir jetzt aber nicht erzählen, dass das die ganze Mission war, oder? The fuck? Die war ja scheiße einfach. Die hätte ich ja noch schneller machen können, wenn ich... Alter, die hätte ich ja nochmal... 20 Minuten oder so. Meine Fresse. Gigi! Ja, Kiki! Also gut, die war ja echt einfach. Ich musste nicht mal die Piraten kaputtballern. Und hat er sich jetzt an alles erinnert und irgendwie Story ist jetzt irgendwie, ja. Naja. Die Eden-Former entpuppten sich als schwerer Schlag für Global Trust. Warum denn das? Unzählige Partner des Konzerns beenden ihre Verträge und investieren stattdessen in die vielversprechende Umwelttechnologie. Es liegt nun an ihnen zu beweisen, dass die konventionelle Industrie noch immer konkurrenzfähig ist. Lassen Sie Ihre Ökobilanz niemals unter 50 sinken. Autsch. Also ich habe jetzt in der letzten Mission nicht mitbekommen, dass der jetzt seine Erinnerung zurückbekommen hätte oder sonst irgendwas. Weil er einfach nur ein Schlachtschiff versenkt. Das war alles. Naja. Okay. Ich brauche 3000 Ingenieure und ich darf niemals... Oh shit. Wie mache ich denn das? Das wird jetzt eher interessant, weil Ökobilanz... Ich kann doch davon ausgehen, dass Sie für diesen Auftrag sofort einsatzbereit sind. Ja. Wie macht man denn das? Ihre Dienste in dieser Sache sind für die Firma unverzichtbar. Für die Inskription beim Spirit-Programm ist es leider zu spät. Ach so, ein Höflichkeitsbesuch. Freut mich, ich bin Dr. Tori Barton. Ach, die Bitch schon wieder. Ja, das dürfte interessant werden. Weil die erklärt mir dann wieder einen Krieg, wenn ich zu viele Inseln habe. Und eigentlich bräuchte ich mehrere Inseln, damit ich, ja, mein Zeug da so produzieren kann. Alter, niemals unter 50. Wie macht man denn das? Also gut, on the plus side, wir können hier fröhlich können wir hier arbeiten. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Brauchen wir hier mal nur drei, weil mehr brauchen wir nicht. Niemals unter 50. Registriere Energieknappheit. Wie macht man denn das? Alle ja schon als Öko unter 50. Müssen ja eigentlich Basalt auch auf einer anderen Insel abbauen.
damit sie das ein bisschen austariert. Naja. Ich habe jetzt allein schon minus 24. Das liegt aber nur an denen hier. Na, bauen wir erstmal auf. Mist, ich brauche Werkzeug. Die Firma sorgt für alle, die ihr... Na, ein Muster. Der Vorstand ist sehr an ihrem Voran. Du könntest mir ruhig ein Item verkaufen, das. Keine Ahnung. Meine Ökobilanz happy macht. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Also wäre gespannt. So. Eieiei, 50. Warum nicht 100? 50 ist extrem. Alle Gebäude in diesem Sektor minus 2. Ja, 2% ist für den Arsch. Hätten Sie vielleicht Zeit dafür? Ich müsste dringend etwas für das Spirit-Programm organisieren. Oh, das wiederum ist gar nicht mehr so schlecht. So, was brauchen wir da? 20. Was der auch schon wieder alt, bis es fertig ist. Niemals unter 50. Ich meine, der Vorteil, ich habe 3 Minuten Zeit, um das wieder auszugleichen. Das ist schon mal besser als wie ein Insta-Kill. Aber heftig bleibt's. Alter, wo kommen hier minus 44 her? Meine Kumpels und ich, wir sind Ihnen wirklich dankbar für alles, was Sie so tun. Ich hab da noch minus 6. Fuck! Ah! Im Grunde muss ich alles zuliefern. Am schlimmsten wird die Ölinsel.
Welche die auch immer ist, die hier ist die Ölinsel, okay. Ingenieure. Ist das das Resultat ihrer Bemühungen? Solche Problemstellungen scheinen ihr Spezialgebiet zu sein. So. Sie wünschen? Also wie machen wir das jetzt? Nichts an. Diese Wahlen werden Sie garantiert voranbringen. Kommen Sie vorbei. Wir brauchen auf jeden Fall mal die Insel. Ich weiß gar nicht, was ich mit der Insel überhaupt machen soll. Oh, shit, 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 shit. Das ist eine Shitshow. Wären Sie bereit, Ihre Fähigkeiten in den Dienst der Wissenschaft zu stellen? Immerhin, die gibt mir einen Haufen Zeug, das ist schon mal. Wenn ich mir die Zeit freischaufeln könnte, Sie mir eventuell bei einem wichtigen Projekt... Das ist schon mal nicht übel. Snorlax. Und? Machen Sie bereits Fortschritte? Was reißt denn hier das wirkliche Loch eigentlich ran in die Ökobilanz? Das Resultat ist sogar noch besser als erwartet. Hey! Finde ich toll. Verbessert alle energieerzeugenden Tycoon-Gebäude. Ökobilanz minus 10%. Ja, gut. Wollen Sie Ihren Wissensdurst stillen? Immerhin gibt es hier mehr ganz nette Aufträge. Das ist schon mal gut. Und ich brauche immer noch Werkzeug. Achtung, Produktionsstillstand. Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Dreitausend Ingenieure. Zusammen mit der Bitch, die mir einen Krieg erklärt, sobald ich irgendwo mehr als 6 Inseln habe. Was führt sie auch zu? Mal wieder her. Was führt sie zu? Sie wünschen? Oh, ich hab mal gar keinen Bock auf die Mission, echt, ohne Scheiß. Die blöde Natter nimmt meine ganzen guten Inseln weg und wenn nicht, dann erklärt sie mir einen Krieg, dann muss ich Krieg führen. Oh nee, ich will gar nicht.
Bleib bitte einfach auf deiner Insel und gib Ruhe. Also eigentlich... Eigentlich brauche ich die Terraformer dafür. Also die Ding... Die Hüter. Dann ist machbar. Aber für Hüter brauche ich... die anderen Deppen. Die muss ich dann quasi hier ansiedeln oder so. Weiß schon. Boah, 50 ist halt echt mies. 50 ist mies. Vor allem, ich darf eigentlich meine Städte auch nicht so groß wachsen lassen, weil... Oh Mann, da kriegst du Kopfschmerzen von. Was hat das schon wieder für einen scheiß Namen hier? Wie nennt man das hier? In der Mangelung bessere Ideen. Warum ist hier eigentlich keine Straße? Oh, hab ich null Bock auf diese Mission. Also alles wäre okay, aber 50 Ökobilanz ist einmal. Ja, leck mich doch. Spiel gespeichert. Das Ding da auch negative Ökobilanz und Scheiße. Ich meine, ich brauche noch ein Kraftwerk und ich habe verloren. Wow. Ist das hässlich? Passt mal gar nicht zu meinem Spielstil. Naja. Neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Du machst 5. Du machst 2. Das heißt, wir sparen uns hier was, wenn ich den da baue. Den da abreiß. So, da kriegen wir auf jeden Fall den Müllschlucker schon mal. Die helfen uns ungemein. Wenn ich mir die Zeit freischaufeln könnte, würde ich mich ja selbst darum kümmern. Wie viel will die haben? Hä? Na. 15 Tonnen. Haben wir schon mal die Hälfte.
Die Berliner Liste drüben gleich. Haben Sie unser kleines... Ich wusste, dass Sie bei diesem auf... Aha. Ja. Bewegung, es gibt viel zu tun. Schon zurück? Mit Leuten wie dir. Gut, eigentlich sollte ich hier trotzdem weiter ausbauen. Weil alles, was ich brauche, ist Fisch. Gut, der braucht auch Strom, gell? Also wir müssen jetzt uns eine Insel zulegen. Mit möglichst viel Werkzeug. 6 Stück hier. Kalkstein, Sand. Kohle. Das könnte eine Produktionsinsel sein. Wer da kommt. Wir sind uns also einig. Spiel gespeichert. Muss nur hoffen, dass die dämliche Henne hier... Wollen Sie Ihren Wissensdurst stillen? Dann erzählen Sie mal. Oh, relativ billig. 2 Stunden lang. Machen Sie sich keine Sorgen. Mama. 2 Stunden lang Ruhe vor der Bitch. Ah, bleibt ihr auf ihrer Insel. Sehr gut. Oh. So. Dann brauchen wir hier wieder Strom. Registriere Energieknappheit. Registriere mir Wurschknappheit. So. Ökobilanz. Werte fallen. Dann. Hä? Das ist die falsche Insel. Ich glaube ja, das war die Insel gewesen, oder? Eine 6, sagt er. Ach so, scheiße. Das sind nur 4. Naja, gut. Egal. Nicht ganz, was ich dachte, aber gut genug. Sandwurm. So. Beton wird halt jetzt eher ein Problem, weil es sehr langsam reinkommt. Wir werden aber sowieso, glaube ich, mehr von euch brauchen. Naja. Gut. Beschweren Sie über mangelnde Spirituosen und genau.
Vor du Sau. Sehr gut. Brauchst du Ökobilanz? Nee. Fische sind ökobilanzfrei. Das ist schon mal sehr gut. Brauchst du Ökobilanz eigentlich? Ja! Brauchen leider auch einen Strom. Ist auch recht unpraktisch. Ja, gut. Produktion gestoppt. Also, Moment, das ist ein Problem. Ich hatte jetzt nämlich zu wenig Kohle zum Arbeiten. Weil das hier... Warnung. Produktion gestoppt. Scheiße, der Schmelzwerk hat zu wenig Kohle. Bräuchte 5 Kohle. Ich habe aber kein Bergwerk mehr. Kaufen wir es zu. So, was brauchen wir hier? Hier brauchen wir noch mal mehr. Lass mich raten, eine Werft kostet auch Ökobilanz. Okay. Wir können jetzt hier natürlich eine Kohlemine hinbauen. Und das darüber schippern. Achtung, Produktionsstillstand. Ich glaube, hier trotzdem irgendwie. Wäre es schön, wenn einer ein Schiff kaufen würde. Ich darf Ihnen nicht sagen, woran genau wir hier gerade arbeiten. Schiffe, du. Gut, jetzt muss ich Schiffe bauen. Ich brauche Schiffe. Wo baue ich Schiffe? Ich kann noch gar keine Schiffe bauen, weil ich brauche erstmal Zement. Tausend.
Das wird eine Schlacht, du. Also ich könnte es da hinstellen, weil es 3 hat. Der hat minus 5, das ist scheiße. Ich hoffe hier nichts mehr. Naja. So. Dieses war der erste Streich. Da muss man ein bisschen Kohle rein. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Terrors. Sobald wir jetzt einen Müllschlucker bauen können, geht's schon mal bergauf. Jetzt sind wir zumindest auf dieser Insel wieder etwas... Ein Scheitern dieses Auftrags wäre für die Firma inakzeptabel. Etwas im Lot. Dafür brauchen wir aber 750. Da fällt mir auf, ich hätte die Kohlemine gar nicht gebraucht, weil ich habe hier auch schon Überproduktion. Aber gut. Kann ich dem Vorstand... Ah, fuck. Was kann ich dem Vorstand? Wird sehr erfreut sein. Gut. Zum daneben klicken habe ich auch mittlerweile. Ja. So, jetzt haben wir schon mal 1, 2, 3, 4 Müllschluckerstationen. Das ist schon mal gut. Da müssen wir uns jetzt ans Ausbauen machen. Oh, da kann man es freigeben. So, was ist jetzt das Ziel, das wir haben? Wir versuchen 750 zu kriegen, bevor ich Hamburger brauche, wovon ich nicht ausgehe, dass ich es schaffe. Das heißt, wir müssen uns sowieso eine Hamburger Insel zulegen. Moment einmal. Was ist denn das hier? Genau, 1, 2, 3, 4. Tycoonhausen. Ich habe hier leider bloß 3 Lager auslotzen und keine 4. Das ist jetzt gerade etwas unpraktisch. Möglichkeiten erweitert.
Fällt mir so auf. Bauen wir mal drei und dann reisen wir es wieder ab. Registriere neues Fahrzeug. Achso. Voll. Registriere neues Fahrzeug. Wundervoll. Baumöglichkeiten erweitert. Gut, dann brauchen wir eine neue Anfrage. Du bist mal nur Schnaps. Schmeißen wir das andere nicht mehr aus. Reine Schnapsroute. Dann haben wir dich hier. Registriere neues Fahrzeug. Genau. Passt. Gut. Jetzt lassen wir es erstmal stehen, solange wir es nicht brauchen. Oder nicht brauchen. So. Kann man es ja mal laufen lassen. Fuchsi ist ja doch noch online mit Warhammer. Hätte man durchspielen können. Hm. Spiel gespeichert. Das habe ich etwas missverstanden. Blöd. Na egal. Schauen wir mal morgen. Nö, du kriegst diese Insel nicht. Jetzt hat sie nicht gesiedelt. Wir haben noch eine Stunde. Ach du Scheiße. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich immer über diesen 14.000 bin. Hoffentlich kein Kontrollbesuch. Abklingzeit 90 Minuten und ich kann 120 einkaufen. Das ist sehr gut. Da muss ich höllisch aufpassen. So. Yay, wir können Müllschnucker bauen. Sehr schön. Her mit den Dingern. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Aber man kann nur bis 0 gehen. Das finde ich so geil bei den Dingsens. Bei den Tycoons. Es geht nur bis 0. Keine Millimeter das. So. Hier gibt's Öl. Hier gibt's Öl. Hier gibt's. Brauche ich Bananen? Nein. Denke ich, die Insel passt. Vielleicht brauche ich doch keine Forscher. Vielleicht kriege ich es ohnehin. Wir werden sehen. Wie viele Inseln haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4. Ab der 7. erklärt ihr mir einen Krieg, gell? Blöde Bitch. Ich hasse KI, die einem ständig einen Krieg erklären muss. Genauso wie das war Strindberg. Da kriege ich einfach den Holz nicht voll. Drei. Registriere Energieknappheit. 1, 2, 3. 1. Ökobilanz. Werte fallen. Atomwaffen! Da ist er, der Fuchsi. Gerade habe ich es gesagt, hätte ich gewusst, dass du nach Warsana nochmal Warhammer spielst, hätte man auch Warhammer spielen können. Dachte, du bist schon im Schlafmodus.
So. Ja, Atomwaffen wären tatsächlich eine nette Sache, aber in dieser Mission darf ich nicht unter 50 Ökobilanz fallen. Was als Tycoon, wie soll ich sagen, das sind halt Drecksäue. Hab Nachtschicht morgen. Okay. Machen wir quasi mal einen Schichtplan, wie wir zusammenkommen. Mist. Der kostet mich 4. Ich kann auf der Insel eigentlich gar nicht produzieren. Andersrum, auf dieser Insel habe ich ja meine Müllschlucker. Das heißt, hier hätte ich eine gute Bilanz. Das heißt, ich produziere auf dieser Insel. Das wäre eine interessante Aktion hier. Werkzeug. Und dann ist das hier Öl. Benzin. Benzin! Ja, weil Freitagabend, da habe ich dann den Reborn-Stream. Da muss ich gucken, was wir noch haben die Woche. Gut, hier Öl ausladen, hier Benzin einladen und das Schiffchen. Alter, wie oft die Tante jetzt hier eine Insel besiedeln will. Die wird mir schon den ganzen Sektor wegklauen. Warnung. Produktion gestoppt. Jetzt machen wir eigentlich so guten Fortschritt, dass ich hier auch. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich es nicht übertreibe, gell? Hier gäbe es sogar ein Wasserkraftwerk. Vielleicht doch Forscher, hm? Wäre schon cool, wenn man Wasserkraftwerk einfach so kaufen könnte. Naja, schauen wir mal. Energieversorgung mangelhaft. Darauf habe ich gewartet. Gut. Haben wir das. Sogar das Ding macht eine negative Ökobilanz. Wir sind doch alle uneheliche Söhne. So. Schmeißen wir den hier rein. Gut. Tatsächlich bräuchte ich hier eine Ölplattform, weil jetzt kommt's, eine Ölplattform. Oh, braucht auch wieder Ökobilanz. Eine Ölplattform. Ja, gut, ich könnte morgen Warhammer streamen, weil ich muss eh das Tutorial spielen und so.
Davor geht der Koop mit Fuchsin nicht. Muss ich gucken, weil theoretisch ist er morgen auch nochmal ein CNC-Stream vom Event hier. Was die da so machen. Ist leider immer sehr planlos und bis ich da mal drauf komme, was denen in der Plan ist. Ja, meistens, dass sie auf mich zukommen. Sagen wir es so. Und? Sie wissen gar nicht. Ich weiß gar nichts. So. Ich könnte hier natürlich auch eine kleine City hinschnalzen. Einen Müllschlucker hinbauen. Die Frage ist, mit welcher Effizienz läuft der? Mit 30. 30. Das hier kostet mich 2 und 14. Also 17. Dazu 2 Fischer. Haarscharf wird sich das ausgehen. Naja, nicht so geil. Da warte ich lieber auf den nächsten Tech. So. Und Quarz, hast du jetzt schon überlegt, ob Warhammer was für dich ist? Kannst auch mitspielen, können wir zu dritt rumlaufen. Fuchs und ich räumen auf und du läufst hinterher. So. Ich würde diese Mission halt so gern mal was mitnehmen. Wahrscheinlich kann man sogar was mitnehmen und ich hab's nur. Mal schnell testweise hier mal ein bisschen was, was man nicht braucht. Also. Gucken wir mal was. Okay. So. Ich habe ja extra den neuen Standort gebaut, dass wir hier einen Fischer hinschnalzen können. Weil, wie es aussieht, brauchen wir ein bisschen mehr Fisch. Fisch, 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 Fisch. So. Fischfilet. Tatsächlich könnte man die Effizienz erhöhen, wenn ich hier noch 2 Gebäude hinschnalze. Theoretisch sollte ich selbst, aber praktisch könnten auch Sie. Einverstanden. Ich muss so höllisch aufpassen, dass ich dir nicht irgendwann einmal die Genehmigung gebe, eine Insel zu besiedeln. Warhammer 2, ja. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil es 5 Millionen Spiele gibt, aber ich glaube, du kriegst ein Gefühl, was ein aktuelles ist. So. Sind wir hier ganz gut unterwegs, sind hier stabil mit dem Mülleimer. Hier drüben wäre es interessant mit der Ökobilanz. Weil die sich quasi selbst versorgen. Da könnte ich schon mal 2 hinstellen. Machen wir es kurz. Ja oder nein? Und sonst machen wir hier gar nichts. Ausgezeichnete Arbeit. Apropos. Jetzt brauchen wir Fische und Kunststoffe auch noch. Okay. Wie weit gehst du? Ah, das ist sehr schön. So, können wir das hier hinpflanzen, theoretisch? Das ist nur die Frage. Wo wir den hinpflanzen? Hier? Oder hier?
Naja, hier. Okay. War noch ein Fischer. Ja, genau, das ist das aktuelle. Vier Tonnen Fische und 8 Tonnen Kunststoff braucht sie. Haben wir hier überhaupt Kunststoff? Nein. Ich brauche noch einen zweiten Kunststoffverwerter. Vier Tonnen Fisch. Registriere neues Fahrzeug. Nun, wie ist der Stand der Dinge? Großartig. Das bringt uns dir. Oh Mann. Gespeichert. Oh, Arschloch. Dieses Jahr hau ich die Ersparnis auf den Putz und kauf uns auch so eine tolle Karre. Okay. Nee, den brauchst du nicht. Der Season Pass ist nur für kosmetische Geschichten. Ökobilanz. Werte steigen. Macht das jetzt einen Unterschied, ob ich hier direkt baue? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder ob ich eins weiter draußen baue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch. Macht einen Unterschied. Eine der schrägsten Siedlungen, die ich je gebaut habe. Und der da oben ist überflüssig. Okay. So, der macht jetzt plus 20 Ökobilanz. Könntest du da drüben nochmal hinbauen, der wird nochmal 20 machen, aber. Ja, warum eigentlich nicht, ja? Ja gut, den bauen wir dann, wenn wir ihn brauchen.
Gut. Haben wir das. Was macht man hier eigentlich Geld? 340. Die fucking Insel rechnet sich. Krass. Okay. Was haben wir jetzt hier festgestellt? Da. Hier könnten wir den nicht anbauen, gell? Den Suff, weil wir hier keinen Reis haben. Sei ich nur so happy, die wenn Arbeit wir hier ist zwar hart, aber es könnte uns wirklich schlechter gehen. Wir haben auch keinen Reis. Hier könnte man aber theoretisch auch was ansiedeln, damit wir mehr Tupperware kriegen. Oder wir warten auf den nächsten Tech. Das ist ja voll dahingehend wurscht. Was brauchen wir jetzt hier? Wir brauchen. Das hier. Ein bisschen höhere Lagerkapazität. So, wir bauen. Was brauchen wir? Wir brauchen Gemüse. Da brauchen wir Weinzucker. Weinzucker ist klar. Die können wir eigentlich schon mal ansiedeln, die Insel. Weinzucker ist klar, die Insel. Warnung. Produktion gestoppt. Warte mal, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Inseln. Dann ist nur noch die Frage, wie extrem die Bitch wird. Eine siebte brauchen wir ja auch noch. So, die besiedeln wir jetzt darum. Und hier machen wir die Schweine. Für Facke brauchen wir mehr, oder? Eine, klar könnte man das mischen, das Problem ist nur die Ökobilanz. Vor der habe ich momentan noch Respekt. Schachtelwirt. Gut. Beim Schachtelwirt machen wir was. Wir bauen. Erst einmal Strom. Versorgung mangelhaft. Aha, sie kommen also mit Ergebnissen. Ein hervorragendes Ergebnis unter diesen Bedingungen. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Und hier werden wir es wieder ähnlich machen. Dass wir die Produktion auf die Hauptinsel verlegen, weil wir da so viele Müllschlucke haben noch.
Oh, was hilft's? Können wir 3 supporten? Gut, andersrum fällt mir gerade ein, ich könnte Fackel auch hier anbauen. Den muss ich gar nicht auf der Insel anbauen. Den kann ich überall anbauen. Alles war genau geplant und dann springt mir in letzter Sekunde jemand ab. Aha. Also, was brauchen wir? Fackelfleisch brauchen wir. Also die KI ist schon praktisch. Brauchen wir nicht drüber reden. Solange ein bisschen mein Krieg erklärt, dann wird es ungemütlich. Wir werden auf jeden Fall eine Unterwasserinsel brauchen. Aller 3000. SAAT wartet schon gespannt auf ihre Ergebnisse. Großartig. Nun kann ich... Halt die Klappe. Ich hoffe, sie werden bei uns fündig. Ich auch. 25% für einen Lebensmittelkonzern. Und der selber hat eine Ökobilanz von minus 3. Ich meine, ja, es ist schön. Aber es geht ja nicht mal um 1 runter. Also, ja. Ja. Gut, wir haben das, wir haben das. Brauche ich überhaupt Wein? Wein brauche ich eigentlich gar nicht. Die Insel kann ich mir nicht schenken. Eigentlich kann ich mir die Insel schenken. Na egal. Kokowai, Glückwunsch. Wir rappen hier mal den nächsten vor. Der jetzt hinschnolzen. Der läuft jetzt mit 20%. Das wären dann 10. Okay. Juhu! Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Fake News. Der läuft mit 30, der läuft auch mit 30, der läuft jetzt mit 40. Sehr schön. Läuft ja alles ganz gut. Läuft ja alles ganz gut. Nahrung ist im Bau. Haben Sie hier nicht das Sagen? Ich glaube, Sie sind ganz okay. Ach, das freut mich. Ich komme hier von meinen Verpflichtungen nicht weg, da dachte ich an Sie. Ja, hier könnte man quasi nochmal umbauen, indem man 2, warte mal, macht der 4, man macht 3. Die beiden hier abreißen, nur Öl produziert und das Öl runterschippert und hier wieder mit Öl arbeitet.
Das könnte man sich überlegen. Sieht denn hier generell mit den Waren aus? Handel brauchen wir mal wieder. Und das verkaufen, was zu viel sein könnte. Einen Augenblick. Hast die Eden Initiative also nicht vergessen? Ja, weniger Stromverbrauch ist eine nette Idee, aber brauche ich auch nicht. Die Firma schätzt kompetente Leute wie Sie. Was halt habe ich noch? Willkommen bei SAAT. Nix dabei. Ist das Resultat Ihrer Bemühungen? Ein sensationelles Ergebnis. Das wird selbst den Wissenschaftsrat beeindrucken. Mist, soll ich immer selber zünden. So. Alter, minus 2 Ökobilanz für die Feuerwehr. Was soll denn der Scheiß? Die löschen Brände. Wo ist auch keine? Was machst du? Befreundete Einheiten im Radius, unsichtbare Feinde. Gelöscht. Spiel gespeichert. Auch keine Sau? Yay. Brauchen Sie Nachschub aus der Spirit-Ideenkiste? Die Nachfrage an unseren Entwicklungen ist groß. Greifen Sie lieber diese zu. Dinge können einem das Leben schon erleichtern. Noch nichts gefunden, was Sinn macht. Gut, Informationos brauchen wir noch. Neue Bevölkerungsgruppe erfasst. So was Feines. So, jetzt haben wir den hier. Der ist herausragend. Bauen wir eine Stahlproduktionseinheit. Sollen wir hier Stahl abbauen? Die Aufgabe wird sie vermutlich unterfordern, aber erledigt gehört sie trotzdem. Wäre eine Idee da oben, gell? Haben Sie die Übertragung aus dem Wahrheitsministerium gesehen? Sehr interessant. Energieversorgung mangelhaft. Also klar. Das war so klar. So. Jetzt will ich lieber Cargoschiffe, aber hilft ja nichts. Daten geladen. Informationen zum. Registriere neues Fahrzeug. So, jetzt kann ich mir für Öl theoretisch eine Unterwasserbasis bauen. Brauche ich morgen mal Feierabend machen. Greenville, das. Was interessiert mich Green? Was interessiert mich dieser Mensch? So. Wieder alles doof hier. Zwei, drei, vier, Scheibencluster. So.
Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Atomkraftwerk. Wenn ich mir jetzt theoretisch eine Uraninsel bauen könnte, wäre das eine echt nette Geschichte. Aber da haben wir wieder Probleme. Energieversorgung mangelhaft. Aber gut. Durch den Basalt. Irgendwas sagt mir, dass man da langsam was ausgeht. Keine Zeit zum Plaudern. Warum packst du da rum? Naja. Blub. Ich hoffe, ich habe es richtig gebaut. Wir werden es in Kürze sehen. Nein, habe ich nicht. Ernsthaft? Das ist vorher so gebaut. Ah, ich hab's so gebaut, ja. Ich hatte das so gebaut. So, haben wir das schon mal geregelt. Ich meine, man kriegt ja auch ein bisschen Geld davon, das ist ja auch nicht. So ist ja auch nicht. Haben wir hier noch nicht viel. Brauche ich hier noch 1, 2, 3, 4. Mehr Produktion. Und Quarz hast deinen Router jetzt schon umgesteckt. Dass er nicht mehr um 1 Uhr morgens Internetverbindung rausschmeißt oder 12. Auch mehr Basalt. Viel mehr Basalt. Der Witz dahinter ist, es dauert dann wieder ewigst. Bis ich Stahl dazu hab. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Siehste. Wusste ich doch. So. Ökobilanzinsel. Plus 25. Sehr schön.
Gut. Wenn eine Erweiterung der Spirit-Forschungseinrichtung notwendig ist, werde ich nicht länger zögern, okay? Wollen Sie Ihren Wissensdurst? Schön, dich zu sehen. Kann ich weiterhelfen? Was schwebt Ihnen vor? Ich schätze die Erweiterung. 2 Stunden. Hey. Sehr schön. Das ist cool, wenn man Geld hat. Spiel gespeichert. Gut. Dann brauchen wir mindestens einmal Kohle. Werkzeug. Die Initiative. Warum parkt ihr hier? Habe ich ihr Schiff festgepackt? Kann das sein? Ich glaube, das habe ich festgepackt. Ups. Aber ich schaue hier mit dem Nachschub vom Likör aus. Ist immer noch bescheiden. Schon lustig, dass sie Licker mit Likör übersetzt haben. Naja. Und du musst morgen wieder arbeiten, hast gemeint. Nur so, weil schon 1 Uhr morgens ist. Ich weiß ja nicht, wann du heute aufgestanden bist. Sie benötigen mehr Baumaterial. Produktion gestartet. Hat sie ganz übersehen, sagt sie. So ist es. Eventuell bei einem wichtigen Projekt assistieren? Das ist gar nicht mal so doof. Was die mir da bringt. Also genau, ich wollte hier jetzt, weil mir jetzt mal langweilig wird. Fisch wirkt stabil. Passt. Dann brauchen wir hier. Achso, produzieren wir jetzt ja. Produzieren wir jetzt ja. Haben Sie unser kleines Experiment abschließen können? Hey, dieses Resultat ist sogar noch besser als erwartet. Ökobilanz. Werte fallen. Aber ich will doch weiterschauen. Ja, dann schau doch. Hä? Ah, fuck.
SAAT wartet schon gespannt auf ihre Ergebnisse. Großartig. Nun kann... Ich fast was übersehen. Alle energieerzeugenden Gebäude der Tycoons. Sehr gut. Gut, du darüber. Du da. Ich meine, ich könnte das jetzt ja auch hier unten ausrüsten, dann könnte ich mir hier unten nochmal einen Kohlehübel hinbauen und dann wäre wieder alles gut, aber brauche ich eigentlich. So. Back. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Ökobilanz. Werte fallen. Irgendwie blöd. Kann man nicht hübsch bauen. So. Ja, brutale Betriebskosten, aber... Energieversorgung mangelhaft. Läuft am Wumpf frei, glaube ich. Nur die Frage, was zuerst steigt. Die Entsäuerung oder die Ökobilanz? Oh ne, läuft schon. Die Eden Initiative hat einen Spezialauftrag für dich. Klar, die Ökos wollen, Warnung, dass ich ein Schiff kaufe. Ausgerechnet die Ökos. Und ausgerechnet hier brennt's. Man glaubt's ja nicht. So, kann ich mir hier nochmal so ein Ding leisten? Nicht. Feuergefahr eliminiert. Wie haben wir das jetzt hier gemacht? Zwei drüber. Dann wäre das hier. Mhm. Wollte nochmal zwei betonen. So. Ich meine, ich könnte mir jetzt schon... ein bisschen warte. Bewegung, es gibt viel zu tun. Ich zähle auf dich. Also... Ach du Scheiße. Ich soll ihn das schon wieder anstellen. Ich hab doch nur normale Schiffe. Ich hab doch nicht mal Trimaran. Achtung, Produktionsstillstand. Eieiei, hey, hey, du. Knappe Kiste. Nicht übel. Dachte fast, du schaffst. Sehr gut. Dann bauen wir hier mal eine Reparatur ein, irgendwann. Was haben wir denn hier oben? Werkzeug und dich. Jetzt glaube ich, haben wir das mit dem Öko im Griff. Ich glaube, das haben wir sehr gut im Griff.
Will er mich verschaukeln, ja. Übertreiben muss man es auch nicht. Gut. Wobei, nee, ich produziere hier. Ha! Ganz vergessen. Schade. Meins hätte ich noch reingekriegt. Schade, schade, schade. Gut, die Insel ist perfekt. Produziert jede Menge Stahl. Warum fahre ich da hin? Na egal. Dann bauen wir mal zwei Cargoliner. Gut, da du ja eh schon da bist, bist du jetzt meine Stahlroute. Später mal Wein. Einladen Stahl, einladen Basalt. Und raus vom Stahl. Sehr schön. Gut, 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 gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier so eine steile Karriere hinlege. Ah, Ingenieur haben wir schon, passt. Zack. Also wir haben schon ein Drittel der Ingenieure, die wir brauchen. Also muss ich jetzt eigentlich nur noch Häuser bauen und sie aufsteigen lassen und dann ist eh alles gut. Haben wir es eh schon geschafft, habe ich mich schon wieder auf viel zu große Umstände vorbereitet. Ja, also die Mission doch nicht so schlimm. Ist ja doch nicht so schlimm. Achtung, Produktionsstillstand. Abgesehen von den fucking 20. Da. Oh. Mann, 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 du. Registriere neues Fahrzeug. 20 Tonnen. Zum Upgraden brauche ich auch Beton, gell? Ich habe ja eh, oder? Habe ich zwei? Ne, habe ich nicht. Können wir mindestens eine zustellen. Jetzt ist aber erstmal Strom alle. Spiel installiert. Hast du jetzt Warhammer gekauft oder wie? Sag mal. Registriere Energieknappheit. Ja. Sagt sie doch. Ah, so dumm. Spiel gespeichert. Zip. Dann brauchen wir noch einen Sandikus. Strom läuft an. Sandikus haben wir gebaut. Dann können wir hier nochmal einbauen.
Registriere Energieknappheit. Energieversorgung mangelhaft. Das ist ja super, Quarz ist das. Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Schau es denn hier aus. Komm doch mal, es passt. Wann hast du eigentlich das letzte Mal gespeichert? Nicht, dass das Spiel wieder abstürzt. Speichern? Spiel gespeichert. Gebäudeauswahl vergrößert. Produktion gestoppt. Ja, die Hälfte haben wir schon mal. Die einzige Sorge, die ich habe, ist, dass ich so lange brauche, das ganze Baumaterial hier zu schaffen, dass wieder irgendwas passiert, dass ja, ich wieder Produktionswege nachrüsten muss. Momentan sieht es alles stabil aus. Ich glaube, die Idee, auf jeder Insel ein Dorf zu bauen, ist gar nicht mal so dumm. Spätestens jetzt kriegen wir ein Problem. Ach, Basalt geht zur Neige, schauen. Ich habe mich für Sie verbürgt, um Ihnen diese Chance zu eröffnen. Haben Sie das? 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4. So, ich brauche dann mehr Homburger. Schaut's hier in der Produktionskette aus. Also ich brauche eigentlich quasi alles. Blöd. Alarm, Feuerausbruch. Was zündet sie eigentlich ständig selber? Energieversorgung mangelhaft. Entwarnung. Feuer eingedämmt. Ich hätte gerne Feuer behalten, aber wenn der Strom nicht reicht. Ist halt doof. Also wir werden definitiv ein Problem kriegen mit dem Fleisch. Nichts anderes hat er von mir erwartet. Los, Fred. Ist echt schlimm.
Come on. Nee, 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 du. Nee, 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 du. So. Jetzt habe ich zu wenig Werkzeug. Achtung, Produktionsstillstand. ...2400, wir waren noch 600. Wie schaut's im Lager aus? Im Lager schaut's... Oh shit. Nicht gut aus. Gar nicht gut. Alter, wie viel Fleisch brauchen die? ...2650. Das geht mir die Scheiße aus, oder? Ja, Lifestyle. Hier haben wir Öl. Hier haben wir kein Öl. Kein Öl, kein Öl, kein Öl. Das heißt, wir brauchen da eine Entsäuerungsstation. Produktionsstillstand. 30 mit, 30 mit, 30, 50, 60 mit. Und nehmen wir das mit, was hier ist. Eine Entsorgungsstation, bitte. Registriere Energieknappheit. Oh, Wunder. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Das freut. Ist immer blöd, wenn man seine ganzen Inseln kannibalisieren muss, um das Zeug zu kriegen, was man braucht. Dort ist der Gegner, hier ist der Plan. Bist du dabei oder nicht? Ach, die Klappe. Gut. Das sollte erstmal reichen. Was sieht's hier aus? Fleisch haben wir genug. Wir brauchen das andere Zeug.
Registriere inaktiven Black Smoker. Starte Ressourcenscan. Eichenherz. Naja. Warnung. Produktion gestartet. 400 hätte ich noch gebraucht. So was Doofes. Fisch wird auch weniger. Hamburger. Das reicht halt immer noch nicht, was ich hier am Benzin reinkrieg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Registriere Energieknappheit. Warnung, Feuer entdeckt. So brennt's doch. Registriere Energieknappheit. Entwarnung. Feuer eingedämmt. Ist das noch irgendwas? So los. Dankeschön, allzu lange soll es ja nicht mehr dauern. Eine geruhsame Nacht. Wow. Das soll schon symmetrisch sein hier. Ein bisschen Symmetrie. Wobei ich fast glaube, dass ich mehr brauchen werde. Das ist nämlich ganz schön im Bodenradar gerade. Aber na, ist gut. So, Hamburger sind stabil. Immer noch mehr Benzin. Mann, 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 du. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Achtung, Produktionsstillstand. So, aber nu ist gut. Ihr macht mich ja arm hier.
meine, ja, ich könnte mir jetzt die Bohrinsel holen und ich hätte auch genug Geld, aber... Spiel gespeichert. Noch will ich nicht. Was geht euch ab? Okay. Ah, mein vielversprechendster Protégé. Werfer. Einmal zu schnell geklickert. Gute Nacht, Fuchsi. Green macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Sind Sie angemeldet? Der mit dem hier geschützt oben. Naja. Wie sieht's aus? Hier wieder ein bisschen Fleisch. Will er mich verkohlen? Da will er mich verkohlen, der Computer. So. Können wir langsam aufs Aussteigen denken. Warnung. Wenn, dann müssen wir 17 auf einen Schrei machen. Dann haben wir's. Also blöd gesagt, hätten wir schon wieder vor 20 Minuten gehabt, wenn ich ein bisschen mehr Lagerkapazität gehabt hätte. Fiese Nummer. Es bleiben 17. Und da rückt gar keiner nach. Interessant. Gewonnen. Aber ich hätte auch hier das mal machen können, oder? Jetzt hätte Bevölkerungswachstums da. Ja gut, vom Upgraden könnte ich das immer machen, dann wird es billiger. Ich sollte eigentlich hin und her schalten. Ja, es sind die Pro-Struts. Die machen halt neue Profis, gell? Bei den letzten 50 lassen sie immer ewig Zeit. Ich habe gestern einen dicken Bonus bekommen. So muss das sein. Sie laufen ja zu Höchstform auf. Sie haben beim Stadtaufbau Kompetenz bewiesen. Weiter so. Und was zeigt da meine Schnapsinsel? Sie haben gewonnen. Sehr fein. Ingame-Zeit 4 Stunden. Hiuiui. Gut, haben wir jetzt tatsächlich die ersten zwei Bonusmissionen erledigt. Das in einem Stream. Das stimmt mich fast traurig, weil... Jetzt haben wir ja nur noch zwei Missionen. Endspurt und Neuentwicklung. Neuentwicklung glaube ich, also wenn das so läuft jetzt vorher, schaffen wir die sogar in einem Stream. Und dann haben wir noch Endspurt, das ist dann der zweite, das heißt wir sind nächste Woche fertig. Fast ein bisschen schade. Jetzt, wo ich langsam auch gewisse Mechaniken ein bisschen besser spiele, glaube ich, als wir am Anfang. Gut, dass wir upgraden. Ja.
Schaut's denn Multiplayer technisch gerade aus? Willkommen zurück. Team Blau hat einen Punkt erzielt. Schauen, um 23.24 Uhr hat Goofy nochmal einen Punkt gemacht. Hier. Sektor wartet auf Besiedelung. Lade Sektor. Jetzt kommen wir auch rein, weil der hat da nämlich gespielt, als wir vorher drauf geklickt haben. Jetzt gucken wir uns mal an, was der da so gebaut hat. Ermittle Zielvorgabe, um die Vorherrschaft über diesen Sektor zu erringen. Okay, es gibt Piraten. Es gibt die expansive Bitch. Die schon wieder sehr gut expandiert hat. Ermittelt. Executives der Eden Initiative ansiedeln. Global Trust hat einen Treemacher? Krass. Okay, was macht er denn hier so? Sieht fast aus wie bei mir. Ah, er macht keine Verbindungen zwischen den Kontoren. Das ist natürlich doof. Das machen wir jetzt mal schnell. Ach, das kriegen wir nicht hin, schade. Okay. Da helfen unser Freund mal kurz. Oh, hier ist das Gleiche. Das ist immer sehr, wie soll ich sagen, interessant, wie die bauen. Weil da fehlt eigentlich die Hälfte. Naja. Alter, wieso baut der da ein Stadtzentrum hin? Bist du eine Gai oder was? Aha. Aber ich will mich ja nicht beschweren, ist ja schön, dass er was baut. Ne? Hier ein ähnliches Prinzip. Ist interessant, was die für... Schau das mal an hier. Warum baut man so? Also gut, okay, wenn du die zweite Seite machst, ja, verstehe ich. Ist interessant, sich mal andere Bauarbeiten anzugucken. Layouts und so. Das hier macht er nur mit Drohnen? Okay. Ohne Straße. Interessant. Die hat einfach einen Wald abgerissen. Sieht immer aus, als hätte ich eine Bombe eingeschlagen. Ja gut, unter Wasser ist jetzt nichts Spektakuläres. Interessant. Und so baut er. Was forschst du da gerade? Lagerkapazität. Aha. Okay, Feuerwehr ist eh schon da, passt. Aha. Ist da irgendwelche Upgrades? Hat er wieder, wie in der anderen Mission, alles in diesem Ding drin? Ich frag mich, ob man das mitnehmen kann. Die Firma erwartet, dass Sie sich um diese Angelegenheit kümmern. Warnung. Produktion gestoppt. Ist interessant. Oh, interessant das Ganze. Na. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Willkommen zurück. Jetzt könnte ich zum Beispiel noch andere Missionen spielen und so. Aber ja. Vorherrschaftsmodus finde ich schon eine tolle Sache. Kann ich mir sehr spaßig vorstellen.
Hey ho! Edge Cube TV. So, geht jetzt mein Stream Deck? Hey, es geht. Streamed abends, 22 Uhr. Ja, kommt mir bekannt vor. Vorher auch meistens an. Das heißt deutsche Freunde hier. Was gab's denn Schönes? Warframe. Nice. Nette Sache, nette Sache. Hallihallo. Jetzt machst du natürlich so diesen klassischen Raid, wenn ich gerade Feierabend machen will. Wie seid ihr denn auf mich gekommen? Mal raushüpfen. Ich sehe, dass mein Upload ein bisschen in der Gegend rumhüpft. So. Ja, können wir eigentlich eh wechseln, gell? Standby. Alles gut, alles gut. Kann man ja nicht riechen. Nee, wir bist denn auf mich gekommen? Einfach so random, oder? Ah, ich hatte dich mal geradet, siste. Die Leute vergessen das nicht. Ha, Herz allerliebst. Schöne Sache. Jo, ich habe heute, im vorherigen Stream habe ich Apocalypse Rising gezockt, falls du das kennst. Das ist Alarmstufe Rot in Ego-Perspektive. War ganz witzig. Jetzt gemütlich zum Abend noch eine Runde Anno. Haben wir gerade die zwei Missionen fertig gemacht. Genau. Find's immer faszinierend. Auf meinem eigenen Rechner laggt mein Stream immer wie solche. Bei allen anderen passt's. Naja. Das Leben eines Streamers. Genau, was gibt's dann bei mir noch diese Woche? Also morgen weiß ich es noch nicht, ob wir... Mal kurz gucken, was auf dem Plan steht. Steht morgen auf dem Plan? Ich glaube... Das war die Alarmstufe Rot 3 Mod. Gut schauen. Morgen wird Generous Evolution dran, genau. Achso, bei dir liegt er auch. Okay, ja, dann liegt es wieder an mir. Ja, manchmal weiß ich nicht, was das Ding im Hintergrund treibt. Ob das Stream Deck ist oder so. Das ist immer faszinierend, weil da lädt er irgendwas im Hintergrund in der Gegend rum. Und dann laggt's. Aber jetzt passt's wieder. Eines Tages finde ich's raus. Er meint, dass er was uploaden muss, während ich streame. Jetzt habe ich eh schon ein Tool am Laufen, das theoretisch mein Netzwerk-Traffic ein bisschen sortieren soll, aber ja. Mehr schlecht als recht. Genau. Jo. Montag hätten wir Tiberian Odyssey. Das ist eine tolle Mod, die ich öfter mitspiele. Die werde ich dann wahrscheinlich auch streamen. Weiß ich noch nicht, wann das wird. Wahrscheinlich eher sehr spät. Genau. Oh ja, Freitag. Morgen muss man mal gucken, wann da was ist oder was da ist. Muss auch die Mod noch installieren. Also heute eigentlich. Jo! Schauen wir mal, wen wir noch so beglücken können.
Nun spielt schon mal keiner. Das Neichen können wir besuchen, Süste. Gute alte Dame, die freut sich auch über einen Raid. Wie gesagt, von Anno habt ihr jetzt ja nicht viel gesehen, was er schon rum ist. Ansonsten, ich weiß jetzt nicht ganz, ob ich das Wochenende. Wahrscheinlich werde ich das Wochenende nochmal dazukommen. Das ist 2070er Stream. Kann man das zugucken. Muss leider auch schon ins Bettchen. Einen schönen Stream noch und schlaf gut. Jo, du auch. Danke nochmal für den Raid. Wie schicke hört's dann eh weiter. Zum Neichen. Genau. Ja, wie gesagt, wer lustig auf Anno ist oder bis jetzt CNC demnächst, kann gern wieder vorbeischauen. In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Dasein. Und bis zum nächsten Mal. Obideri, servus. Stand by. Anno 72, ah. Lunak, danke schön nochmal. Versenk die Scheiße. Versenk die Scheiße. Interessante Taktik. Mist, ich. Hast ihn erwischt. Da hinten steht der. Wenn Sie mich dann entschuldigen. Jetzt will ich, wo der steht. Datenlog für Missionsziele aktuell.